Hey Leute und willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute versuche ich mal, solche Pinterest-Tumblr-Zimmer auf Amazon nachzushoppen. Und wenn du schon immer wissen wolltest, ob du auf Amazon vielleicht sogar ein Zimmer so nachkaufen könntest, dann bleib doch dran. Das erste Zimmer, das ich jetzt so nachshoppe, ist dieses hier. Und dafür gehe ich dann erstmal auf Amazon und fange an mit dem Bett. Ich glaube, das hier kommt relativ nah. Man sieht leider nicht den hinteren Teil, aber das hat keine Kopfstütze und hat Schubladen. Genau, das tue ich dann erstmal in den Einkaufswagen und dann haben wir das schon mal drin. Perfekt. Als nächstes suche ich mal diesen Schreibtisch. Oh, perfekt. Das ist ja genau der. Oh mein Gott. Okay. Krass. Gut. Dann haben wir den auch mal. Okay, dann, was dann natürlich voll auffällt, ist diese Lichterkette oben. Und genau, dann nehmen wir einfach mal gleich das oberste. Perfekt. Und die muss man nicht mal eigentlich hinter den Vorhang machen. Also wenn man die so aufhängen würde, das sähe mega cool aus. Von dem her passt das in den Einkaufswagen. Und dafür ist natürlich auch noch wichtig, dieses Fake Efeu. Da, perfekt. In den Einkaufswagen. Als nächstes schaue ich mal, ob ich diesen Stuhl, Sitzsack ähnliches Teil finde. Das ist jetzt ein bisschen schwieriger. Gehe ich mal das Sack ein. Also das hier ist eigentlich relativ ähnlich, finde ich. Das untere Teil stimmt nicht ganz, das ist nämlich so ein Silber. Aber sonst ist es eigentlich ziemlich ähnlich in den Einkaufswagen. Ja, das ganz genau gleiche werde ich wahrscheinlich nicht ähnlich finden, aber das passt. Gut, dann gehen wir weiter. Vielleicht diese Traumfänger, die da oben an der Decke noch hängen. Boho, das ist in so einem Boho-Stil, denke ich mal. Ah ja, perfekt, die sehen ja fast genauso aus. Mal schauen, welche da am besten. Oh ja, die da. Diese Teile kommen sehr gut daran. Einkaufswagen. Und so ein Spiegel. Ah, gehe ich mal kurz so ein Spiegel. Ja. Ja, genau, den könnte man theoretisch auch aufhängen. Und dann passt der genauso da auch hin. Perfekt. Und Tagesdecke rosa. Ja, ich glaube, das passt, oder? Also ich meine, das ist ja auch nur rosa. Ich pack das jetzt mal rein. Und jetzt vielleicht nur noch diese Hängepflanzen, dann passt das. Da hängen ja so zwei, drei. Ah ja, perfekt. Die sehen ja richtig ähnlich aus. Okay, cool. Okay, dann habe ich, glaube ich, jetzt das erste Zimmer komplett. Jetzt zeige ich euch ganz kurz noch, was drin ist. Also wir haben jetzt erstmal diese Hängepflanze. Dann diese Steppdecke. Ein Spiegel. Diese Boho-Traumfänger-Wandschmuck-ähnliches. Ein Samthocker. Dann natürlich dieses Efeu, das an der Wand runterhängt. Dazwischen dann diese Lichterkette. Natürlich der Schreibtisch und das Bett. Okay, das ist das nächste Zimmer, das ich mir rausgesucht habe. Und als erstes versuche ich jetzt mal, diese Lichterkette zu finden. Also, Lichterkette. Ich glaube, das ist so ein Retro-Stil. Ich glaube, das kommt eigentlich ziemlich nah daran, an das Bild. Ja, das sieht doch schon mal gut aus. Ja, okay, gut, das passt. Dann suche ich mal diese Hängematte. Hängematte-Sitz oder irgendwie sowas. Sitzschaukel. Cool. Hätte gerne sein, dass es genau der ist. Das sieht ja mal genau gleich aus. Okay, cool. Der ist ja gar nicht mal teuer. Wie cool. Okay, ich glaube, der passt. Packe ich dir meinen Einkaufswagen. Dann ist da noch so ein Fell drin. Ja, einfach so ein weißes, oder? Ja, ich glaube, es passt. Und jetzt fehlt eigentlich noch so eine gestrickte Decke, die da auf dem Bett liegt. Und das Bett. Ey, das sieht ja wirklich exakt so aus. Okay, cool. In den Einkaufswagen. Es könnte sogar das hier sein, weil das geht auch sehr, sehr hoch, es auch hat einen flachen Rücken und ist dunkel. Ich glaube, das ist das. Okay, also gut. Ah ja, der Preis. Okay, cool. Aber es sieht echt, echt cool aus. Okay, also in den Einkaufswagen. Okay, und jetzt brauchen wir noch ein paar Dekokissen. Die da sehen ziemlich gut aus. Okay, in den Einkaufswagen. Grauer Teppich. Ja, so ein flauschig ist das. Ja, der da, oder? Ich glaube, der sieht... Ja, der sieht flauschig aus. Okay, in Einkaufswagen. Wolfsbild. Also ich glaube, ich nehme immer das da, weil das sieht eigentlich nicht genauso aus. Aber es ist auch ein Wolfsbild in Schwarz-Weiß. Und ich glaube, genau das gleiche wird schwierig zu finden. Deswegen passt es. Gut, dann lasst uns mal sehen, was ich jetzt alles gefunden habe. Also wir haben hier einmal das Wolfsbild. Den flauschigen Teppich in Grau, ein Set Dekokissen in Weiß, dann das graue Boxspringbett, dann diese gestrickte Tagesdecke und den weißen Lammfellteppich mit dem Hängesessel und diesen Retro-Lichterketten-Teil, wie auch immer. Wenn euch irgendwas davon gefällt, dann macht euch am besten einen Screenshot, denn ja,
dann könnt ihr es euch auch kaufen, wenn es euch gefällt. Als nächstes habe ich dieses Bild rausgesucht von so einer Schreibtischecke. Dafür suche ich jetzt erstes mal diesen Schreibtisch, also weißer Schreibtisch, und dann hat der so dünne Beine. Der hier kommt eigentlich relativ nah daran, der hat eine sehr dünne Oberfläche und auch dünne Beine. Es sind nicht genau die gleichen wie bei in dem Bild, sind ja so ein bisschen mehr so gestellt. Aber das kommt schon sehr nah ran. Okay, als nächstes brauche ich diese schwarzen Bilder. Sind ja relativ viele und auch in verschiedenen Größen, von dem her passt der hier, glaube ich, ganz gut. Packe ich die mal rein. Dann brauche ich diese goldene Schreibtischlampe. Wow, die sind echt schön, okay. Also entweder würde ich, glaube ich, die hier nehmen, weil die sieht mit demselben, also nicht genau den gleichen Kopf, aber hat einen ähnlichen Kopf. Aber ich glaube, die passt, weil die ist auch golden, hat einen ähnlichen Kopf und sieht ziemlich schön aus. Das ist die Trio-Leuchten, Tischleuchte, Messing-Matt. Gut, dann brauchen wir diesen goldenen Schreibtischstuhl, wo es sowas gibt. Okay, also wenn man, glaube ich, wirklich so einen ähnlichen haben will, dann muss man außerhalb von Amazon gucken. Aber da ich das jetzt versuche, alles mit Amazon nachzukaufen, finde ich den hier eigentlich nicht schlecht, weil der ist, hat auch solche dünnen Stäbe. Ja, ist jetzt nicht genau der gleiche. Ich finde den hier fast sogar schöner eigentlich, weil der hat eine schönere Form. Schreibtisch, Organizer. Also ich würde dann, glaube ich, den da einfach nehmen, weil der sieht eigentlich sehr schön aus, ist auch weiß, schlicht und genau, passt. Okay, jetzt brauchen wir noch so eine dicke Wolldecke. Decke gehäkelt. Nee, doch. Doch, sowas. Nur in weiß, bitteschön. Da. Genau sowas. Sehr schön. Okay, in Einkaufswagen. Dann steht da noch so ein Hocker mit so Holzbeinen. Da, sowas. Genau so einer. Perfekt. In den Einkaufswagen. Und dann stehen da unten. Also ich glaube, vergleichbar mit der Farbe jetzt, oder? Ich glaube, es ist ja so ein Beige. Und dann noch so eine kleine Vase. Nicht genau so eine wahrscheinlich, aber halt auch in Rund. Und einfach, wo man es reinstellen kann. Okay, in den Einkaufswagen. Also, was ich jetzt gefunden habe, ist diese eben Kugelvase, dann dieses Pampasgras, so Trockenblumen, die man halt auf den Boden stellen kann. Diesen Hocker, diese Decke für den Stuhl, diese Schreibtischorganisation, dann diesen Stuhl in einer ähnlicher Form, ist das wirklich nicht genau der, aber ähnlich. Dann so eine Schreibtischlampe in Gold, die schwarzen Bilderrahmen und den weißen, sehr, sehr dünnen Schreibtisch. Als nächstes habe ich so ein mehr TikTok-inspiriertes Zimmer genommen. Als erstes versuche ich mal, diese Schallplatten zu finden. Ich weiß nicht, ob es das Deko... Ah ja, perfekt. Ich dachte, jetzt kann man nur so echte Schallplatten bekommen. Ich glaube, die da hier sind ziemlich ähnlich, die haben auch so einen kleinen Kreis in der Mitte nur. Tue ich die mal hier rein. Dann versuche ich mal, solche verschiedenen große Poster zu kriegen. Die sind ja auch in so einem bunten Stil. Manche sind gemalt, manche sind fotografiert, also... Da passt auch sowas ganz gut rein. Auf der rechten Seite ist ja sowas ziemlich Buntes in so farbenfrohen Farben. Aber das passt, glaube ich, auch ganz gut. Und das ist auch in A3, also ist auch relativ groß. Hier ist noch sowas Postermäßiges, das ist auch noch gut. Und dann vielleicht noch Bilder gemalt. Also ich glaube, da würde ich es fast gar nicht kaufen, so einfach selbst machen. Also solche Bilder kann man sicher auch irgendwie malen. Es sind ja ziemlich viele so kleine Bilder, also ich glaube... Da kann man theoretisch auch ein Malset kaufen. Also wenn man sowas dann haben möchte, macht das vielleicht dann sogar mehr Sinn. Jetzt diese LED-Straps natürlich. Die sind ganz, ganz wichtig. So, da gibt es auch so eine App auf dem Handy und dann kann man das so steuern und so. Also dieses eine leuchtende Teil in der Ecke, das ist ja, glaube ich, so ein Salzstein, glaube ich. Ja, sowas. Perfekt, das kommt auch rein. Dann sehe ich da noch so eine Ukulele. Ja, ich meine, das muss ja kein Tore sein. Also wenn die gerade vor allem nur aufgehängt wird, dann würde ich da keine Tore kaufen. Ich sehe, da ist noch so ein Nummernschild irgendwie daneben. Mal gucken, ob ich das auch noch finde. Ich gebe mal Vintage ein. Da ist immer irgendwie was in der Art. Ah ja, perfekt. Sowas sieht ja eigentlich ziemlich cool aus. Route 66, perfekt. Dann haben wir da noch einen Abstelltisch an der Seite. Der ist fast zu schön. Also es muss eher so ein bisschen... Ich gebe einfach Vintage ein. Zeige ich euch ganz kurz, was ich jetzt gefunden habe.
Also dieses Nummernschild hier, dann einmal eine Ukulele, diese Salzlampe, diese LED-Stripes, eine Malset für so kleinere Bilder, weil man die schlecht kaufen kann. Dann noch so ein Poster von Hongkong, ist relativ bunt, passt ganz gut rein. Dann noch so ein gemaltes Vintage-Bild, keine Ahnung. Und so Weltkarten-Poster, die passen auch ganz gut. Und natürlich nicht zu vergessen diese Schallplatten, die ganz gut oben an der Decke noch angebracht wurden. Und damit hätten wir auch dieses Zimmer. So Leute, das war mein Video für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn euch das Video ein bisschen Inspiration geben konnte oder irgendwie unterhalten hat, dann gebt dem Video auch gerne einen Daumen nach oben und lasst ein Abo da, denn ich poste jeden Sonntag um 14 Uhr ein neues Video. Und ich hoffe, wir sehen uns dann wieder. Bis ganz bald. Ciao, ciao.